Hallo, guten Tag. Ich bin Christian Acevedo. Ich arbeite in Stuttgart bei Phoenix Design, eine Firma, die Produktdesign und Interaktion macht. Aber eigentlich komme ich ursprünglich aus Chile. Deswegen diese komische Akzent. Okay? Aber ich versuche ein bisschen besser alles zu erklären. Das ist meine Geschichte. Ich werde das ein bisschen halten. Keine Sorge für die Kamera, ich bewege mich nicht viel. So. Also, das Thema von heute ist Storytelling. Und ich versuche, diese Welt von Filmindustrie oder von dieser Geschichte in unserem Bereich ein bisschen zusammenzufügen, um bessere Präsentationen oder bessere Interaktionen oder bessere Geschichte zu erzählen. Aber wie wir über Storytelling sprechen, ich möchte ein paar Geschichten erzählen. Also, es war einmal ein Mädchen, und dieses Mädchen hat auch einen Freund, einen Wolf. Sie spielen zusammen oder sie haben den ganzen Tag benutzt, um zu spielen, aber leider am Ende des Tages, der Wolf war krank. Aber wie die beiden ganz freundlich sind, das Mädchen hat den Wolf eingeladen zu Hause, um ins Bett zu lassen, weil sie wollte eine Medizin geben, aber sie könnten keine Medizin machen, deswegen sie hat die Hilfe von der Mutter mitgebracht oder benutzt, um das Thema, also diese Medizin oder das Lebensmittel zu vorbereiten. Danach, der Wolf hat was gegessen, er war super gut, super klug, und am nächsten Tag, sie waren super zusammen und sie haben gespielt. Schöne Geschichte, oder? Ich versuche es nochmal, also vielleicht in einem anderen Kontext. Ja, das Mädchen, gleiche Mädchen, hatte ein Haustier. Und dieses Haustier war richtig faul, wollte nur schlafen. Und das Mädchen wollte nur spielen. Deswegen, die Mutter und das Mädchen haben ein Frühstück vorbereitet mit voll Energie, Vitaminen, Cerealien und so weiter. Dann ins Bett, das Mädchen hat dem Wolf das Frühstück gegeben. Und der Wolf war richtig wach, voll mit Energie. Und am Ende, sie könnten zusammen den ganzen Tag verbringen, um zu spielen. Bis Ende des Tages, also, oder des Lebens. Ich glaube, ihr kennt schon die Geschichte. Ich wollte nicht die Geschichte weiter erzählen. Und diese Geschichte ist immer mit dem bösen Wolf und das gleiche Sache. Aber was ist wichtig? Wie heißt die Geschichte? So? Wie heißt die Geschichte? Genau, sehr bekannt. Sehr bekannte Geschichte. Und das Thema ist so, warum habe ich das erzählt in dieser kurzen Zeit? Weil ich nur drei Bilder benutzt habe und drei Geschichten erzählt habe. Also, und was passiert bei uns in unseren Tätigkeiten? Wir produzieren tausende Bilder, entweder im Prozess von Produktdesign zum Beispiel oder für Interfaces, aber auch für Recherche, also unsere Insights, unsere Arbeit generieren tausende Bilder. Und ich habe gedacht irgendwann, warum nicht können wir diese Bilder nutzen, um eine bessere Story zu erzählen für unsere Kunden, für unsere Teams, um das Ergebnis besser zu etablieren in den Kopf unserer Kunden. Wenn wir denken, vor 27.000 Jahren leben wir durch Geschichte. Also von der alten Zeit, unsere Opa, unsere Oma, unsere Traditionen, unsere Kulturen sind nur Geschichte. Und wir lernen durch dieses Thema, nicht nur Fakten. Wenn wir denken, zum Beispiel, wenn ich ein Wort schreibe, ich aktiviere einen Teil von meinem Gehirn irgendwo. Wenn ich Zahlen schreibe oder nutze oder rechne, ich aktiviere andere Teile. Aber durch verschiedene Recherche, es ist so, dass es ist entdeckt, dass die Geschichte aktivieren verschiedene Teile von unserem Kopf, unserem Gehirn gleichzeitig. Diese Teile sind Emotionen, sind Geschmack, sind verschiedene Sachen. Ich kann übertragen durch eine Geschichte bis den letzten Teil, den ganzen Ideen in unserem Kopf oder für diesen Thema. Und warum? Wie gesagt, also von unserem Bereich können wir in Personas, in Szenarios, von unseren Insights, von unseren Reportagen, Referenten, verschiedene Sachen können wir diesem Thema nutzen. Zum Beispiel für Szenarios. Statt eine lange Geschichte zu schreiben, können wir vielleicht mit Bildern oder Skizzen das Thema erzählen. Oder vielleicht für Personas. Neben oder statt einem Folie, wo wir sagen, okay, meine Person ist das, ist so alt, macht das und das und das, können wir vielleicht mit Bildern arbeiten, um eine Story zu erzählen. Aber dafür brauchen wir nicht nur Bilder, sondern vielleicht eine Spannungskurve. Und diese Kurve kommt von Dramaturgie. Wenn wir sprechen oder wenn wir recherchieren über die Filmindustrie, es gibt viele, viele Modelle oder viele, viele Diagramme, die diese Spannungskurve oder diese Spannungskurve zeigen und wie können wir das entwickeln. Aber im Grunde genommen, das ist die
Zusammenfassung. Also von der Zeit von Aristoteles gibt es drei Akten, also eine Einführung und dann eine Konfrontation und dann eine Lösung oder Lösung für das Problem. Aber was passiert mit unserem Protagonist, unserem Held? Es ist so, dass jemand lebt in einer Normalität. Das Leben ist ganz einfach, alles ist unter Kontrolle, ich bin glücklich, alles ist super. Und dann irgendwann passiert was, ein Event. Jemand ist gestorben, jemand ist geboren, eine Kündigung vielleicht, etwas passiert, dass diese Normalität ist kaputt und unsere Helden oder unsere Protagonisten müssen diese Reise empfangen. Welche Reise? Noch wieder diese Normalität zu kriegen. Und durch diese Geschichte können wir diese Spannung aufbauen und dann das Problem lösen. Und am Ende, nach diesem Thema, nach dieser Krise, wo der Protagonist sagt, oh Mann, ich kann nicht mehr, ich kann nicht wieder, ich muss zurückkommen. Etwas passiert, kommt ein Mentor, kommt jemand oder ein Event, das sagt, okay, ich gebe diesen Schritt weiter. Ich gebe diesen Schritt weiter und dann das Problem ist fast gelöst und bekomme ich normal, nochmal meine Normalität. Im Grunde genommen, es gibt drei Faktoren für diese Story. Eine ist eine Figur, unser Protagonist, ein Konflikt, das Problem und ein dramaturgisches Ziel. Wie möchte ich diese Story erzählen? Also ein Problem für unsere Insights. Wie kann ich das fokussieren und erzählen? Dazu können wir auch von der Filmindustrie ein bisschen über Einstellungskurse lernen. Und Einstellungskursen hier sind von Totalaufnahme, also wir nehmen als Referenz den Mensch, bis eine Close Detail, eine Detailaufnahme. Und dies sind die Möglichkeiten, wo wir die Produkte oder unsere User, unsere Nutzer zeigen können. Hauptsache ist zu verstehen, wenn wir in einer Präsentation, zum Beispiel eine Folie, wo ein Zimmer und ein Wohnzimmer ist und der Nutzer ist da und es gibt viele, viele Elemente auf diesem Bild, der Beobachter oder der Zuschauer muss mehr Zeit investieren, um diese Information zu lesen und zu verstehen. Im Gegenteil, wenn ich ein Detail sehe, es gibt weniger Informationen, ich brauche weniger Zeit. Und dazu kann ich diesen Spannung ein bisschen besser bauen. Kann ich auch die Perspektive vom Bild ändern? In der Regel, wenn wir eine Recherche machen zum Beispiel und gehen wir vom Ort und beobachten was, nehmen wir eine Kamera, Handy, aber alles bewegt sich ungefähr in diesem Bereich, also vom Winkel. Wenn wir diese Winkelperspektive ändern, wir können auch ein bisschen manipulieren, die Information, die unbewusste Information, die wir mit dem Bild übertragen möchten. Zum Beispiel mit einem Vogelperspektiv oder einem Froschperspektiv. Aber im Grunde genommen ist es auch mit der Referenz von einem Mensch die verschiedenen Winkel. Wie gesagt, in der Mitte normalerweise liegen oder sind alle unsere Bilder aufgenommen in unserer Recherche. Wir können ein bisschen variieren, um diese Spannung aufzubauen. Andere Thema ist Suspense. Ich will mehr wissen. Es ist typisch, dass wir haben zum Beispiel in meiner Firma ein Produkt und wir zeigen das Produkt super groß, mit Detail und so weiter. Und diese Spannung ist vorbei. Also ich verstehe und ich sehe das Produkt sofort. Es wäre besser vielleicht, wenn ich ein kleines Detail zeige erst und dann ein bisschen mehr auch das Ergebnis von unserer Recherche. Normalerweise, wir möchten alles zeigen, alles erzählen. Aber im Grunde genommen, wenn wir Schritt für Schritt gehen und diese Frage, ich will mehr wissen, was passiert danach, können wir vielleicht besser repräsentieren. Auch mit den Detailsaufnahme. Also, wie gesagt, das Produkt, ich habe ein Handy, ich zeige einen Teil, eine Ecke und ich frage mich als Zuschauer, was ist das? Und dann erzähle ich einen Vorteil von diesem Thema und ich zeige noch weiter. Ein Masterpiece von Kino, von Filmproduktion ist diesem Psycho von Hitchcock. Und hier ist ein gutes Beispiel. Also, schöne Frau, Dusche, alles gut. Und etwas passiert hier im Hintergrund, eine Schatten, ein komischer Schatten bewegt sich und ich weiß es nicht, ob das gut oder nicht gut ist. Dann sehe ich diese Silhouette. Und dann frage ich mich, was passiert danach? Was passiert? Und die Antwort geht mit dem Gesicht von dieser schönen Frau, die nicht mehr schön ist, und sagt, oh Mann, und etwas passiert. In keinem Moment sehe ich blöd oder eine komische Aktion, aber ich vermute es, was passiert. Und ich glaube jetzt, ihr fragt oder sie fragen sich, warum so viel Blabla, was kann ich praktisch machen? Aber keine Sorge, jetzt die Lösung. Also, als
vielleicht als Checklist, es sind 6 Schritte, dass wir vielleicht nutzen können oder beobachten können, um die Materialien für unsere Präsentationen, für unsere Ergebnisse zu zeigen. Eines zum Zuschauer. Wir müssen wissen, genau an welche Leute sprechen wir. Als ein Normalpublikum vielleicht, als Manager, es ist nicht gleich Marketing-Leute oder unsere Team. Wir müssen wissen, an welche sprechen wir und dann können wir die Information besser clustern und übertragen. Das Thema. Ich kann mit der Kommunikation in eine Narrative weg die Information zeigen, wie hier das Bild, oder ich könnte Fakten zeigen, also abstrakte Statistik, Nummer und so weiter. Ich könnte auch mit Video arbeiten, wie hier bei diesem Beispiel, oder ich könnte mit Bildern arbeiten. Das ist auch nützlich. Das sind die zwei Themen. Ich könnte auch rhetorische Figuren nutzen, zum Beispiel hier diese Ausdehnung, normal benutzt für Werbung, für Getränke. Das Wasser läuft langsam. Ich habe Durst. Oh, ich will Wasser trinken. Oder ich könnte ein bisschen eine Übertreibung oder eine Projektion nutzen. Also wenn ich das Bild sehe, oh, Sommer, es ist heiß, ich habe Durst. Oh, aber zusätzlich, wenn ich Wasser trinke, könnte ich vielleicht diesen muskulösen Arm haben. Oder ich könnte auch eine Ironie nutzen. Also Hauptsache kann ich verschiedene rhetorische Figuren nutzen. Der Protagonist in unserer Geschichte sind entweder Nutzer, also Menschen, oder auch Produkte. Wir müssen entscheiden, wer ist unser Protagonist in der Geschichte. Aber Hauptsache ist, die innovativen Produkte zeigen nicht das Produkt selbst, sondern das Ergebnis oder diesen Einfluss in das Leben des Nutzers. Also das heißt, ich zeige nicht mein Handy oder mein iPad, sondern ich zeige das Leben, das rund um diesem Thema ist, warum mein Leben besser ist mit diesem Produkt. Hier ist ein Beispiel von Apple. Das ist eine Werbung für iPad. iPad ist da um die Ecke ganz klein. Aber eigentlich, das Bild zeigt eine Filmproduktion, eine Profi-Filmproduktion mit der Kamera hier, die Leute und diese Umgebung. Und was übertragt dieses Bild? Ach, ich will solche Filmproduktion machen und ich kann mit dem iPad das machen und ich will das kaufen. Aber dazu brauchen wir zu wissen oder zu zeigen Authentizität. Die Bilder für unsere Beobachtung, für unsere Insights sollten mit echt Nutzer sein, echt Umgebung, nicht gefakte Sache. Wenn wir über eine internationale Recherche sprechen oder Insights, müssen wir verschiedene Nutzer zeigen und nicht nur aus Europa oder aus Afrika, sondern insgesamt. Das Sensory Currency ist wichtig, also ich zeige mein Produkt, meine Uhr, meine Fernbedienung, nicht in eine weiße, sterile Ränder, sondern mit Händen, mit Nutzung, mit Kontext. Und ich kann auch Archetypen nutzen. Die Archetypen, den meisten ist ein Hero, also mein Produkt ist ein Hero und löst das Problem von dem Nutzer, aber man könnte auch andere Archetypen nutzen. Das Problem ist, jede Geschichte hat ein Problem und ein Konflikt und das muss irgendwie gelöst sein. Und was ist das Problem? Wo ist das Problem? Und wie kann man das Problem lösen? Ist, wo wir unseren Fokus setzen. Normalerweise wir haben verschiedene Ergebnisse mit Problemen nach einer kompletten User Journey, Analyse und so weiter. Und wir versuchen alles lösen. Aber ich würde sagen, priorisieren wir für die Highlights, sondern die wichtigste Sache. Und da legen wir den Fokus, um eine bessere Story zu erzählen. Und auch das Wichtige, das Problem ist gelöst oder nicht. Also in der Regel, der Protagonist in einer Geschichte löst das Problem. Die Handlung. Wir können entscheiden, etwas chronologisch oder thematisch erzählen. Chronologisch ist klar, also morgens frühstücken, reisen nach dem Büro, arbeiten den ganzen Tag, Meetings, bla bla bla, so gut nach Hause, schlafen. Aber thematisch könnte es sein, was passiert im Büro, was passiert unterwegs, was passiert zu Hause. Oder kann auch sein, mit alle Mahlzeiten, was mache ich mit alle Mahlzeiten, was mache ich unterwegs oder wenn ich arbeite. Aber was ist für alle diese Kontext, was ist wichtig? Highlights von der Interaktion. Also wenn ich sage, ein Problem ist das, ich möchte das lösen, in meiner Geschichte muss ich erklären, was passiert in dieser Situation und nicht die gesamte Sache von dem ganzen Leben oder dem ganzen Tag, weil sonst ist es, der Fokus ist weg. Und am Ende die Materialien. Welche Materialien nutzen wir? Ich würde empfehlen, also
Heute Morgen haben wir etwas mit Adobe gesehen und alles war digital. Aber ich gehe einen Schritt zurück und ich würde sagen, besser zuerst eine Wand, Post-it, Papier, Stifte und dann Idee einhängen. So kann man die Struktur für eine Präsentation, die Struktur für eine Geschichte hin und her schieben, kommunizieren und erzählen. Und wenn das fertig ist, machen wir alles digital. Wenn Sie möchten, natürlich. Man könnte auch Ideen entwickeln von einer Geschichte. Also mit den gleichen Punkten kann ich verschiedene Richtungen nehmen. Und das kann man machen und dann mit diesen Ideen etwas mit der Darstellung denken. Also Bilder von die verschiedenen Ideen oder für die verschiedenen Ideen. Aber das Wichtigste ist, im Team arbeiten. Also ich kann allein hier arbeiten und dann was erzählen oder ich kann eine Realität, eine Story mit dem Team zu arbeiten. Und das denke ich, oder als Erfahrung, es ist das Beste. Weil dann alle wissen schon, was können wir erzählen. Als Zusammenfassung, das sind die 6 Punkte, dass wir als Checklisten nutzen können, um unser Material vielleicht besser nutzen und besser übertragen für unsere Kunden oder für unsere Teams. Und ich möchte nur das als letzter Punkt sagen, also Botschaft erzählen und nicht erklären. Also keine Ziffern, sondern eine Geschichte erzählen. Einfach so. Dankeschön.